Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr einschaltet. In dieses Video wird ein kleines Ankündigungsvideo, wie man sieht. Ich habe gerade eine sehr uninteressante Kameraeinstellung. Die Sonne scheint direkt in mein Gesicht, aber es ist auf jeden Fall ein sehr schöner Tag. Ja, Ankündigung. Ich habe bei Instagram, bei N53 Fanatics und bei Marco Monetti schon ein bisschen darauf hingewiesen. Und das möchte ich jetzt ebenfalls auch auf YouTube machen. Und zwar bin ich vom Karfreitag bis Ostersonntag am Nürburgring anzutreffen. Ich habe dafür auch wieder die WhatsApp-Gruppe vom letzten Jahr ins Leben gerufen. Das heißt, wenn ihr wirklich am Ring sein solltet oder mit den Gedanken spielt, dahin zu kommen, kommt gerne in die Gruppe rein. Den Link packe ich in die Beschreibung unten unter das Video. Über Instagram haben mich auf jeden Fall einige Leute angeschrieben, die gesagt haben, hey, ich habe auf jeden Fall Lust, jetzt mal zum Ring zu kommen oder ich war noch nicht da oder ich würde dich gerne mal kennenlernen und ich komme da auch mal hin. Deswegen habe ich die Gruppe gemacht, dass ihr da mal reinschauen könnt und dass ihr euch vielleicht auch untereinander kennenlernen könnt. Dass wenn einer sagt, hey, ich hänge gerade im Brünnchen, am besten ein Foto von euch selbst mal reinpushen, dass man sieht, wie derjenige aussieht, dass man da auch jemanden erkennen kann. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn man ein paar Leute zusammenkriegt. Ob das jetzt so ganz klappt, weiß ich nicht, weil wer schon mal Karfreitag am Nürburgring war, weiß, dass Karfreitag echt landunter ist. Also da ist sehr viel los und es ist sehr schwer, da durchzukommen und die Leute irgendwie auch zu treffen. Ich kann euch aber verraten, wie mein Plan am Karfreitag ist. Und zwar will ich hier in Hamburg... um 5 Uhr morgens starten. Ich denke mal, ich brauche ungefähr 5 bis 6 Stunden Anreise, je nachdem, wie gut man dann am Ring durchkommt um die Uhrzeit. Ungefähr vielleicht Stunde von A nach B, von Brünnchen bis zum Devil's Diner oder sowas oder zur Grand Prix Strecke. Der ursprüngliche Plan ist immer ankommen, erstmal zu Subway, was essen und eine Stärkung reinholen, dann wahrscheinlich ins Hotel einchecken. Diesmal habe ich das Hotel direkt am Ring am Erlebniscenter gebucht. Hab da den letzten Platz ergattern können. Auf jeden Fall freue ich mich, bin dieses Mal direkt am Ring. Letztes Mal war ich immer ein bisschen außerhalb. Und dann, wenn ich hoffentlich eingecheckt habe und mein Gepäck aus dem Auto los bin, geht es dann erstmal zum Brünnchen. Und dann wird erstmal den ganzen Tag am Brünnchen gechillt. Das heißt, der ursprüngliche Plan ist, wenn ihr da seid und in der Gruppe seid oder wenn ihr wissen wollt, wo mein Plan ist, ich werde am ersten Tag Karfreitag im Brünnchen rumhängen und am Karfreitag werde ich den Ring nicht betreten. Also ich werde Karfreitag keine Runden drehen, das ist mir Karfreitag zu gefährlich. Man muss auf jeden Fall immer Respekt vom Ring haben, weil der Ring ist wirklich, ja, er hat halt seine Tücken und ist halt echt brutal. Ich hoffe übrigens, dass bis dahin der Schnee weg ist, weil aktuell liegt da noch Schnee, richtig verrückt. ja, ansonsten ist der ursprüngliche Plan sonst Samstag, Sonntag und Montag meine Runden am Ring zu drehen. Und ich hoffe, ich treffe euch am Ring. Kommt in die WhatsApp-Gruppe und schreibt mir da oder sagt, hey, ich bin auch da oder ich überlege zu kommen. Sind mittlerweile, glaube ich, 10, 12 Leute da. Also ich weiß nicht, wie viele kommen, aber letztes Jahr kam auch ein paar extra oder kam einer. Auch schöne Grüße an Sascha, dass du da warst, richtig geil. Kam ein, zwei Leute extra angefahren, haben mir Hallo gesagt. Super geil, freut mich extrem immer. Hier ist nochmal unbegrenzt. Ich glaube, ich mache mal ein Tacho-Video für euch. Muss mal gucken, wie ich das organisiere. Einen Augenblick. Und ich möchte sonst ein bisschen erzählen, was bei mir noch so abging. Und zwar hatte ich gerade vor kurzem einen TÜV-Termin. Und da seid ihr auch immer sehr neugierig drauf gewesen. Und zwar gab es dieses Jahr das zweite Mal in Folge mit meinem Setup ohne Probleme TÜV-Plakette. Und aktuell bin ich gerade dabei, in eine Werkstatt zu fahren. Und zwar möchte ich mir die Bremssattelhülsen einbauen lassen. Was das genau ist, werde ich euch in einem anderen Video erzählen. Das werde ich aber auch heute noch drehen. Aber dann kriegt ihr ein bisschen mit. Das Ganze mache ich vor dem Ring, weil das ist ein
Upgrade für die Bremse. Soll ein bisschen mehr Stabilität und mehr Bremsleistung erzeugen. Wie gesagt, mehr dazu in einem anderen Video. Und das Ganze wird natürlich auch ziemlich interessant, wie sich das Ganze dann verhält, nachdem ich auf dem Nürburgring war, wie gut der Effekt jetzt war, ob ich davon was merke, weil ich immer wieder dabei bin, mein Auto eher zu optimieren, ein bisschen mehr in die Performance. Ich mache ja nicht viel optisch, das seht ihr ja auch bei meinem Auto. Da ist jetzt optisch nicht viel gemacht, aber... Was ich euch sonst noch erzählen wollte, ist, ich war gestern das erste Mal, nachdem ich meinen Ölwechsel hatte, wieder auf der Autobahn. Und ich muss sagen, irgendwie, ich kann es jetzt laboratorisch, nein, aus labormäßig nicht bewerten, aber mein persönliches Gefühl sagt mir vom ganzen Fahrgefühl und von der Kraftentfaltung vom Motor, dass der Wagen irgendwie besser läuft. Und wie ich das Ganze erkläre oder beschreiben kann, ist in etwa so, dass ich merke, dass der Motor ab 5, 5,5 einfach nochmal einen richtigen Schub macht und deutlich mehr Leistung generiert. Ich werde auch gleich einmal reintreten, es kommt gerade unbegrenzt, wo ich hier fahre, und versuche ich das mal zu demonstrieren. Merkt man auch ganz besonders im zweiten Gang, also es macht echt Laune. Ich habe wieder meine Standardprodukte benutzt, habe ich auch ein Video darüber gemacht. Wen das noch nicht kennt, schaut gerne mal hier rein. Das Motul XS5W40. Dann die Motorcleaner hatte ich drin, den habe ich diesmal ein bisschen länger drin gehabt. Ich habe auch mit Wagner darüber gesprochen, dass es nicht schlimm ist, wenn man den ein bisschen länger drin hat. Und in Ergänzung dazu noch natürlich das Wagner Mikrokeramik drin. Und ich glaube irgendwie die ganze Kombination in Verbindung mit dem 102 und dem Bugtyphen. Hat auf jeden Fall einiges dazu getan. Ist halt so geil, 180, 90, 200, 210. Ja, geht halt ganz gut, der Wagen. Ja, das ist auf jeden Fall so mein Eindruck, dass er deutlich mehr an Leistung gewonnen hat. Deutlich mehr, ne? Also, dass er einfach spritziger oben rum dreht. Und das finde ich schon ziemlich geil. Freue mich auch echt drüber. Also, der Wagen läuft echt gut. Ja.